Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, dämonische Zutaten anzunehmen bei Brauerin Almai auf der verhärften Küste an dieser Position und auch die Koordinaten. Nehme die Quest gleich mal an und dann darf ich in diesem Gebiet hier Mobs töten, um die Zutaten zu bekommen. Die Elementare hier halten nicht viel aus. Sollt euch dennoch ein bisschen vorsehen, weil hier patrouillieren auch Mobs, die ein bisschen mehr aushalten. Und dann könntet ihr unter Umständen sterben. Und das wollen wir ja nicht. So ein Fläschchen mit Teufelsblut habe ich auch. Das waren die humanoiden Mobs. Zumindest sehen sie so aus, sind aber Dämonen. Und die Asche habe ich. Und weiter. Hier ist so eine Patrouille, die hat ein bisschen mehr Leben. Heile mich ein bisschen. Und dann ab geht's. Super, und dann droppen sie nichts. Den Mob töte ich nur, weil er im Weg ist. Der wird es sowieso erden. Ich habe ja die Asche schon zusammen. Und das Blut habe ich auch. Nun darf ich entweder hierhin in das kleine Gebiet hier oder weiter nach Norden. Ich schaue mich zuerst hier um, was da so ist. Aha, und hier darf ich diesen Teufelskessel anklicken, um Fiole mit flüssiger Teufelsflamme zu bekommen. Gibt ein Stück. Hier ist noch so ein Kessel. Natürlich Mobs von Dummertum. So, und ist ihm noch einer anscheinend hier hinten.
Da mache ich jetzt aber erst diesen Mob hier. Wow, der hat gut Schaden gemacht. Mal schauen, ob ich den Kessel so looten kann. Jawoll! Hab jetzt 2 von 5. Hier mache ich einfach die Mobs, sonst muss ich so lang suchen und mich damit aufhalten, Mobs zu umgehen. Vier von fünf. Und gleich daneben ist noch so ein Kessel. Hab jetzt alle CDs gezogen, damit ich nicht sterbe beim letzten Kessel. Wäre doof. Und dann laufe ich zurück. Möglichst denselben Weg, wo ich gekommen bin, weil die Mobs da ja schon tot sind. Und wie man sieht, spawnen sie nicht so schnell nach. Quest ist dann abzugeben bei Powerwin Almai auf der verheerten Küste an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoff, ich konnte euch helfen. Ciao.